wenn ich Sie zählen müsste, würde ich einschlafen. Hätte wohl lieber viele Frauen gehabt als Pizzen. Das wären zu viele gewesen. Die Reise durch Rom geht weiter, immer auf der Suche nach Spezialitäten. In über 2000 Jahre alten Höhlen aus Tuffstein lagert eine römische Delikatesse. Der Pecorino Romano, die Hauptzutat für Spaghetti Carbonara. Giuseppe Brunelli leitet das Unternehmen in dritter Generation. Die Höhlen gab es schon zu Cäsars Zeiten, damals lagerte aber kein Käse darin. Diese Höhle hat in über 2000 Jahren schon alles erlebt. Sie war ein Stall für Tiere, eine Lagerstätte für Baumaterialien und vieles mehr. Diese Art von Käse hat man schon hergestellt, bevor es Rom überhaupt gab. Das Gebiet, auf dem sich Rom heute befindet, war Weideland mit Tausenden und Abertausenden von Schafen. Den Schafskäse mit dem intensiven Geschmack salzten die Arbeiter viermal innerhalb von 120 Tagen. Brunelli salzt den Pecorino noch traditionell, also trocken mit Meersalz und nicht in einer Salzlake. In der Salzlake kann der Käse schnell zu salzig werden. Die Grotten haben konstant 97% Luftfeuchtigkeit, genau richtig, damit das Salz langsam einziehen kann. Bei Hochbetrieb salzt Guido Anetta den Käse auch mal per Hand. Die Salzmenge ist das Wichtigste. Nur wer das richtige Verhältnis im Gefühl hat, kann diesen Käse herstellen. Guido kann. Er macht den Pecorino schon seit 37 Jahren. Wenn die Salzmenge richtig ist, dann schmeckt der Käse leicht pikant. Gut, beim ersten Biss noch etwas süß, aber dann leicht pikant. Leicht. Früher gab es keine Kühlschränke, daher bekam der Pecorino einen Anstrich aus Öl und schwarzer Erde, zum Schutz vor Temperaturschwankungen. Heutzutage macht man das nur noch aus optischen Gründen. Wer keinen 35-Kilo-Käse am Stück für 450 Euro braucht, für den gibt es handliche Dreiecke für etwa 4 Euro. Und Pecorino ist ein Muss in jeder Carbonara. Oh, finalmente! Und wie die zu Hause gelingt, zeigen euch Guido und seine Frau. Zwei Eigelb und zwei ganze Eier verrührt Alessa Brunelli mit dem Pecorino. Ganz wichtig! Also Sahne gehört hier überhaupt nicht rein. In die Carbonara kommen nur Eier, Pecorino und Pfeffer. Ihr Lieben, in die Carbonara gehört keine Sahne. Guido benutzt aus Überzeugung Backenspeck. Bauchspeck geht aber auch. Zeit für die Spaghetti. Die Zeitangabe auf dem Päckchen besser um eine Minute verkürzen. Dann ist die Pasta auch garantiert al dente. Die Spaghetti immer mit viel Wasser kochen. Je mehr Wasser, desto besser kocht die Pasta. Jetzt muss die Eier-Pecorino-Speckmasse nur noch unter die Spaghetti. Achtung, nicht auf dem Herd verrühren, sonst gerinnt das Ei. Carbonara, ein traditionell römisches Gericht.